Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Bitte nicht erschrecken, wenn ihr so ausschaut, aber meine Frau hat sich an mir heute ausgelassen. Aber Spaß muss sein. Jetzt lachen wir das ein bisschen, dann ist er wieder zufrieden. So, was ich euch zeigen wollte oder will, ich habe jetzt endlich nach, wie lang war jetzt das? 4 Wochen. Habe ich mein Feuerzeug, mein Gasfeuerzeug Marmann GL 67 zur Reparatur geschickt. Also sprich, wenn ich das Feuerzeug angemacht habe, ist es nicht das, das ist ein anderes, ein Chat-Feuerzeug. Mein Marmann 67 angemacht habe, dann so gekippt habe zu der Pfeifenkopf hin, damit ich es anziehen kann. Dann ist die Flamme so ein bisschen rausgegangen, dann wieder mehr, dann wieder ein bisschen. Aber ich gedacht, ja, okay, tue ich es mal auffüllen. Dann habe ich es kräftig aufgefüllt mit Gas und war es halt immer noch so. Dann habe ich die Firma angerufen bzw. angeschrieben. Das Pipian Light Center in der Dorfstraße 6 in Dassendorf. Ich tue es mal da so hin. Vielleicht könnt ihr es lesen. Und nach gut 4 Wochen habe ich jetzt das Paket bekommen. Reparatur ist vollendet. Jetzt mache ich es mal mit euch auf. Ich bin selber total überrascht jetzt, was jetzt da rauskommt. Weil ich echt selber nicht weiß, wie und was die jetzt da repariert haben. Machen wir es mal da auf. Ich schaue dir beschissen aus. Naja, was macht man denn alles für die Liebe? Aufgemacht, ihr seht das. Schmeiß ich jetzt hier runter. Verpackt ist schon mal gut. Da habe ich, mache jetzt wieder so, dass man das meine Anschrift nicht sieht. So, jetzt kommt die große Rechnung, aber die habe ich ja schon überwiesen, weil vorher bekommst du ja das Teil nicht zugesendet. Feuerzeug ohne Gas, Sie halten die Feuerzeuge ohne Gas und Benzinfüllung zurück. Ah, habe ich umsonst eingefüllt. Da keine Brennmittel mit der Post transportiert werden dürfen. Das habe ich natürlich auch nicht gewusst. Gell? Bitte befüllen Sie die reparierten Feuerzeuge nach Erhalten gemäß der Gebrauchsanweisung auf. Drehen Sie nicht an der Flammenerhöhungsregulierung, da unsere Techniker bereits eine normale Flammenhöhe eingestellt hat. Okay. Willkommen. Wenn einer ein Marumann GL67 oder überhaupt ein Marumann mal zur Reparatur geben will, da kann ich euch mal das mal da einblenden, da brauch's ich da nicht einschreiben, weil ihr wisst, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich mich mehr um meine Frau kümmere. Und hier ist die Rechnung. Jetzt schauen wir mal, was da steht. Marumann GL67 Chrom Karo Pippe 1, Reparaturcode 125. Betrag 44,39. Plus Porto 5,46. Insgesamt 59 Mäuse und 32 Cent hat mir das jetzt gekostet. Aber das war es mir wert. Jetzt schauen wir mal Reparaturcode. Reparaturcode 125. Ich denke, da hinten ist die Aufschlüsselung der ausgeführten Arbeiten. Da haben die extra so eine Liste. Die geht von 1 bis 67. Die 1 ist Überholung, Zerlegen in Einzelteilen, Überprüfung auf Beschädigung und Abnutzung, Austausch von Kleinteilen, Reinigung und Funktionskontrolle.
Ja. Und Funktionskontrolle. Jetzt habe ich gemeint, ich habe das Video nicht angeschaltet und verlasse das schnell. Tut mir jetzt leid, wenn ich das ein bisschen so haben will. Da habe ich gedacht, ich muss die ganze Schmarrn von vorne machen. Reparaturcode 2 bedeutet Brenner, Ventil repariert, neu, neuer Tocht. Also wie geht das in Gas, neuer Tocht? Aber die meinen halt mit Brenner, Schrägstrich, Ventil, Reparatur, neu. Okay. Und die 5 bedeutet Einfüllventil repariert neu. Ein schönes Stück ist da drin. Machen wir mal auf. Oh, schön poliert. Und hier ist das schöne Stück. Geht was? Geht ja. Ja, so schaut das jetzt aus. Bin ich gespannt. Das wollte ich euch bloß mal gezeigt haben. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert Pirzeich. Und ich hoffe jetzt, dass ich viel Spaß mit diesem Feuerzeug habe.